Die Pforte zur Schattenwelt, Teil 1. Wow, das ist ja stark! Langsam reiten, Cowboy. Hast du gewusst, dass vor einer Mumifizierung das Gehirn durch die Nase rausgezogen wird? Du weißt doch, was Mom davon hält, wenn du hier rumfuscht, während sie nicht da ist. Was heißt hier rumfuschen? Ich stelle nur Nachforschungen an. Oh-oh. Oh-oh, trifft es noch nicht einmal ansatzweise. Diese Säure ätzt ja ganz schön was weg. Martin, das Maß ist jetzt endgültig voll. Dein kindisches Verhalten hat ab sofort ein Ende. Aber das war doch keine Absicht. Das hast du jedes Mal gesagt, wenn du mein Büro in Schutt und Asche gelegt hast. Du musst dein Verhalten ändern, und zwar auf der Stelle. Sie wollen, dass ich mein Verhalten ändere? Schön, ich ändere mein Verhalten. Ich bin froh, das zu hören. Ja, dann ändert sich aber auch, dass ich immer meine Fälle löse. Dann ändert sich auch, dass ich Ihnen jederzeit zur Verfügung stehe. Dann ändert sich auch, dass ich die Welt öfter rette, als Java vergisst, sich ein frisches Hemd anzuziehen. Nun, wenn das dein letztes Wort in dieser Sache ist, schlage ich vor, dass du noch einmal gründlich darüber nachdenkst während deiner zweiwöchigen Suspendierung. Suspendierung! Glaubst du, es ändert sich was, wenn du es öfter anschaust? Ich meine, wann hörst du endlich auf, dir dieses Video anzusehen und akzeptierst deine zweiwöchige Suspendierung? Suspendierung! Ich akzeptiere gar nichts. Es war ein Unfall und Mom verhält sich absolut unvernünftig. Du könntest wenigstens mal dein Zimmer aufräumen. Jetzt hast du ja die Zeit dafür. Vielleicht siehst du dir dann wenigstens das hier mal an. Das sind die Ergebnisse vom College-Eignungstest. Kein Interesse. Wenn du dich von der Basis rauswerfen lässt, ist das eine Sache. Aber du kannst es dir nicht leisten, das College hinzuschmeißen. Ich brauche kein College und die Basis brauche ich schon gar nicht. In Zukunft werde ich nämlich freiberuflich tätig sein. Ja, ja, mir ist schon klar, warum du den Brief nicht aufmachen willst. Du hast berechtigterweise Angst davor, dass ich wesentlich schlauer sein könnte als du. Ich habe nur 901 Punkte. Was soll's? Nur 901 Punkte? Martin, dir fehlt nur ein Punkt zur maximalen Punktzahl. Das ist völlig unglaublich. Das ist die gleiche Punktzahl, die ich habe. Gibt's ja gar nicht. Das muss ein Irrtum sein. Die ganze Zeit gehst du mir auf die Nerven, wie viel schlauer du doch bist. Und dann sowas. Gulli, gulli, gulli. Tja, die Aussagekraft von Standardintelligenztests ist sowieso umstritten. Netter Versuch. Ah, und was meinst du? Eine internationale Universität oder doch lieber ein kleines Privatcollege? Wie wär's mit einer Baumschule? Würde zu deinem Holzkopf passen. Basis ruft. Martin, falls du nicht zufällig gerade ein Zeitreiseverfahren entwickelt hast, solltest du daran denken, dass du immer noch suspendiert bist. Soll das ein Witz sein? Ich wette, dass Mom sich bei mir entschuldigen möchte. Da habe ich meine klitzekleinen Zweifel. Alarm! Suspendierter Agent! Alarm! Suspendierter Agent! Hey! Was soll denn das? Lass mich sofort wieder runter! Tut mir wirklich schrecklich leid. Ich konnte den Computer nicht mehr umprogrammieren, nachdem ich euch gerufen hatte. Du hast uns gerufen? Mom hätte schon längst wieder von ihrem Jamaika-Urlaub zurück sein sollen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr was zugestoßen ist. Das ist das erste Mal, dass ich ohne sie arbeiten muss. Sie hat bisher noch nicht einen Tag gefehlt. Du hast recht, das hört sich gar nicht nach Mom an. Ich habe wirklich alles versucht, sie zu finden, inklusive Satellitenüberwachung, aber keine Spur von ihr, nicht die geringste. Du meinst also, sie wollte sich überhaupt nicht bei mir entschuldigen? Martin, das ist ja wirklich kaum zu fassen. Wir helfen dir, sie wiederzufinden. Wen meinst du mit wir? Ich befinde mich gerade im Zwangsurlaub. Etwas schon vergessen? Wo sollen wir anfangen? Nein! Ich würde
eine vierwöchige Suspendierung in Kauf nehmen, um Mom damit zu sehen. Vielleicht finden wir ja was auf ihrem Computer. Ganz bestimmt sogar. Aber es wird mit Sicherheit verschlüsselt sein. Na dann viel Glück. An der Firewall kommst du niemals vorbei. Die ist mit einem dynamischen Passwort verschlüsselt. Bin drin. Du bist nicht der Einzige, der weiß, wie man sich in ein geschütztes Computersystem hackt, Mr. Oberschlau. Also, hier gibt's bestimmt irgendwo einen Reiseplan oder... Moment mal, Mom ist gar nicht in den Urlaub gefahren, sie ist auf einer Mission. In Tibet. Was, in Tibet? Gibt's ja nicht. Ich wette, sie sucht dort nach dem Yeti. Ach, jetzt interessiert's dich also plötzlich? Nur aus rein wissenschaftlichen Gründen. Wir gehen und finden Mom. Und? Kommst du jetzt mit? Nun, das würde ich ja ausgesprochen gern, aber der Umstand, dass ich offiziell immer noch suspendiert bin, spricht dagegen. Oh, entschuldige, wie dumm von mir. Natürlich wird deine Suspendierung sofort aufgehoben. Nur, ich fürchte, ich weiß nicht so genau, wie ich das tun soll. Kein Problem, Billy. Ich kümmere mich schon darum. Hey, wenn du schon mal dabei bist... Nein, Martin, ich werde deine Schulnoten nicht verbessern. Oh! Nicht ganz unglaublich, das ist wie eine andere Welt. Ja, ganz toll. Und weiter. Juhu! Meine Freunde vom Geografie-Club würden mir nie glauben, dass ich hier in Tibet bin. Dann bring ihnen doch einfach ein Jack mit. Diana auf irgendwas draufsteht. Ein seltsames Pergament. Das ist ja Moms Handschrift. Sie ist hier gewesen. Offenbar hat Mom noch etwas gesucht, das sich die Pforte nennt. Ein magischer Durchgang, der sich am Gipfel der Welt befindet. Viel höher als das, da geht es ja eigentlich kaum noch. Sehr schön. Und wie sollen wir deiner Meinung nach über den See kommen? Mit den Armen wedeln? Bei der heißen Luft, die du produzierst, könnte das sogar klappen. Hey, Java Boote gefunden hat. Und wieder bin ich von einem Neandertaler übertrumpft worden. Sing mit, Java. Row, row, row your boat. Schauerlich es hier ist. Java das nicht mag. Ruder einfach nur weiter, Java, und denk nicht darüber nach. Eine faszinierende Gegend. Sie ist schön und schrecklich zugleich. Ah, seht nur! Dieser Felsen sieht aus wie Billy. Du bist so ein Kindskopf. Los in den Wald! Schnell, es kommt! Unser kleines Schoßtierchen hier muss anscheinend von der letzten Eiszeit übrig geblieben sein. Du meinst, die Evolution hat es hier im Niemandsland vergessen? Gut möglich. Ja, oder? Auf dem Grund des Sees befindet sich ein Wurmloch, das Raum und Zeit überbrückt. Ich muss davon unbedingt noch ein Foto für die Zeitung machen. War ja klar, dass sowas kommen musste. Ich sag das ja nur ungern, aber hier ist irgendwas in der Nähe, das mir jedes Nackenhaar einzeln aufstellt. Abscheuliches Wesen auf 12 Uhr! Volle Deckung! Was jetzt? Nichts wie weg! Es kommt auf uns zu! Los!
das schaffen. Los, kommt! Java, Angst vor Höhe hat. Es wird gut, Java. Sieh nur nicht nach unten, komm schon. Ich weiß, was ihr zwei gerade denkt. Hey, das ist ja eine super Brücke für ein paar lässige Bungee-Sprünge. Aber falls ihr es noch nicht bemerkt habt, uns ist ein ziemlich ekliges Viech auf den Fersen. Glaubst du etwa, ich hab das vergessen? Ich hab hier leider eine kleine Straßensperre. Komm schon, Java. Na dann, gute Nacht. Klettert einfach weiter. Ich habe eine Idee. Wähle Fangnetz. Sicher, dass diese Pforte wirklich da oben ist? Moms Aufzeichnungen zufolge schon. Je weiter wir nach oben kommen, desto mehr scheint man uns loswerden zu wollen. Noch ein Grund, sich etwas zu beeilen. Keine gute Idee, das ist. Java hat recht, wir sollten hier kampieren und morgen früh weitergehen. Damit unser gefiederter Freund sein Fresschen bekommt? Das Netz wird ihn nicht ewig aufhalten können. Weitergehen wir müssen, kommt. Ja, wenn wir uns beeilen, können wir es vor Sonnenuntergang schaffen. Es geht eben nichts über ein bisschen Motivation. Ich glaube, jetzt habe ich die Lösung. Wie wir Mom wiederfinden? Nein, wieso du so ein gutes Testergebnis hast. Ich habe mal von einem Kind gehört, das den Fragebogen in Form eines Weihnachtsbaumes ankreuzte und damit die volle Punktzahl erhielt. So muss es bei dir auch gewesen sein. Ah, du hast es also immer noch nicht überwunden, Schwesterchen. Wieso kannst du nicht akzeptieren, dass ich mindestens genauso schlau bin wie du? Wenn nicht sogar noch schlauer. Ach ja? Dann beweis es mir. Also erstmal kann ich sagen, dass wir es hier mit übernatürlichen Kräften zu tun haben, die diesen Mönch dort in der Luft schweben lassen. Ah! Verzeihung, haben Sie hier zufällig irgendwo eine Lady gesehen, die etwas zickig ist und alle rumkommandiert? Ich sehe nur die Wahrheit. Das klingt für mich wie ein Nein. Los, gehen wir. Entschuldigen Sie die Störung, wir gehen besser. Ah, nicht so schnell. Sieh dir mal dieses Tor an. Das muss die Pforte sein, nach der Mom gesucht hat. Wenn ihr einzutreten wünscht, müsst ihr meine Frage beantworten. Was denn für eine Frage? Ist das etwa ein Test? Oh, cool. Mach ich mit links. Du hast einfach nur Glück gehabt. Bitte lass uns von hier abhauen. Diejenigen, die die richtige Antwort geben, dürfen passieren. Doch wenn es die falsche Antwort ist... Wenn es die falsche Antwort ist, schmeißt er uns den Berg runter. Das können wir nicht riskieren. Du willst nur nicht wieder von mir geschlagen werden. Tja, Pech gehabt. Die Frage, bitteschön. Ausgezeichnet. Wo Kraft und Stärke niemals reicht, mit meiner Hilfe geht es leicht. Über die Schwelle manche gehen, wär's nicht an mir, sie blieben stehen. Ich bin der Freund in dieser Not. Sag, wer ich bin, sonst bist du tot. Martin, jetzt nur nichts überstürzen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Lass dir Zeit. Ein Schlüssel. Na toll, du hast es vermasselt. Korrekt. Nun mögt ihr passieren. Mann, wie es hier stinkt. Das ist der Gestank des Bösen. Was, so wie in deinem Schlafzimmer? Das reinste Labyrinth. Hier könnten wir ein Jahr lang suchen, ohne was zu finden. Ich finde, wir sollten in der Nähe des Hauptgangs bleiben. Bitte.
Sieht aus wie das Ding, das uns im See angegriffen hat. Seht nur, es geht noch weiter. Da wollte sich wohl jemand die Füße vertreten. Und ist den ganzen Weg bis ins Tal gekrabbelt? Ja, klar. Ich glaube, diese Kreaturen können irgendwie lebendig werden. Oh, seht nur. Manchmal hasse ich es, recht zu behalten. In was sind wir da nur reingeraten? Mom? Sind Sie hier irgendwo? Dieser Ort ist abscheulich. Ach, ich weiß nicht. Mit der richtigen Musik könnte man hier einen ganz schicken Nachtclub aufziehen. Mom? Keine Angst, Mom. Wir sind hier, um Sie zu retten. Ich wusste, dass ihr mich finden würdet. Mom, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe und ich verspreche, mich zu bessern, aber zuallererst hole ich sie da raus. Ich habe euch drei beobachtet. Ihr seid all meinen Fallen entkommen. Immer näher seid ihr gekommen. Ihr musstet mich einfach finden. Doch ich war auf euch vorbereitet. Hey, hoppla, was tun Sie denn da? Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, sie sperrt uns in irgendein Energiefeld ein. Doch, Java den Boden nicht mehr spürt. Ach, ihr seid einfach viel zu gutgläubig. Na schön, das war das letzte Mal, dass ich Ihnen einen Gefallen getan habe. Ich kündige. Ich verstehe das nicht. Weshalb tun Sie das? Meine Lebensaufgabe war es, diesen Ort hier zu finden. Er ist eine Durchgangspforte, eine direkte Verbindung zwischen dieser Welt und der Welt der Schatten. Das erklärt auch, weshalb Sie hier sind. Du verstehst überhaupt nichts, Martin. Ich habe die Pforte nur gesucht, weil ich sie endgültig zerstören wollte, um sie für alle Zeiten zu verschließen. Doch als ich diesen Ort betrat, war ich überwältigt von seiner Macht. Ich kämpfte an gegen sie, aber sie verschlang mich. Und nun gehorcht sie einzig und allein meinem Willen. Wenn sie die Schattenwelt genauso regiert wie die Basis, haben wir ein echtes Problem. Schon bald werde ich zum Vernichtungsschlag ausholen. Und wenn meine Top-Agenten aus dem Weg geräumt sind, wird mich niemand mehr aufhalten können. Ich kann es einfach nicht glauben. Mama hat völlig den Verstand verloren. So, findest du wirklich? Diese freundlichen Tierchen werden euch jetzt Gesellschaft leisten. Aber seid vorsichtig, sie könnten möglicherweise ein kleines bisschen hungrig sein. Warten Sie! Kommen Sie zurück! Nur keine Sorge, die kommt nicht weit! Wähle Laserschneide. Wozu soll das gut sein? Jetzt wird sie richtig böse. Noch böser? Wie soll das denn gehen? Oh. Netter Versuch, Martin. Aber du solltest beim nächsten Mal vielleicht vorher noch mal zielen üben. Oh, wie ich sehe, hat deine B-Watch eine kleine Fehlfunktion. Lebt wohl ihr drei. Oder auch nicht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Oh!
Besatzung folgt.